Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren schönen, geschäftigen Tag hier im Herzen von London. Ach, ist das schön, oder? Wir sind wieder da. Wir haben alle Auslagen aufgefüllt. Warte mal, wir könnten doch tatsächlich noch mal ein paar durchhacken hier. Und du könntest auch ein bisschen nähen. Komm her. So, bitteschön, dahin. So, und du bitte einmal Fleischwolf. Jawohl. Herrlich. Das sieht aber auch toll aus. So, da wird alles mal schön durchgehäckselt. Komm, da passt noch ein bisschen was rein jetzt. So. Rein damit. Und du bist auch soweit fertig. Wunderbar. Dann nehmen wir das mit. Hauen das hier auf diese Auslage drauf. Das sieht aber auch schön aus hier, das Kleid. Ne? Das riecht bestimmt... Oh, ich habe keinen Stoff mehr. Oh, weh. Aber du kriegst den letzten, glaube ich, noch rein, ne? So, wir haben aktuell 33 Pfund. Und wir können noch ein bisschen Auslage machen. Da werden wir dann als nächstes wahrscheinlich... Ich weiß noch gar nicht, die Steaks? Dazu brauchen wir auf jeden Fall 50 oder die Tomaten. Ich glaube, dann gibt es auch neue Rezepte, ne? So, das Tablett schön in den Ofen. Jawohl. Und da können wir fast schon wieder aufmachen, denn ich brauche neues Fleisch. Machen wir jetzt auch. Ja. Da können schon die ersten Kunden kommen. Hier fehlt es mir wirklich an Kleidung, Leute. Ich brauche wirklich Kleidung. Wenn nicht, dann... Das gibt ganz schlechte Bewertungen. Das können wir uns nicht leisten hier. So. Ein Happa-Happa oben rein. Da können wir unten gleich das nächste ansetzen. Zack, zack. Da kommt jemand, okay. So, du gehst dahin. So, und du dorthin. Können wir gleich mal testen, ob das lang genug im Ofen bleiben kann. Jawohl, rein damit. So, da kommt schon Kundschaft. Schön. Guten Abend, junge Frau. Ich bin das tapfere Schneiderlein. Ich nehme jetzt Maß bei Ihnen. Sofort. Und zack. So, da ist schon wieder was fertig. Und das hauen wir gleich wieder in die Auslage, glaube ich. So, rein damit. Und tschüss. 10 Kleidungsstücke können wir stacken. Das ist gut. So, du gehst dahin und du machst gleich wieder sauber oben. Lalala, wie viel Blut dieser Teppich schon gesehen hat. Ja, Wahnsinn. Da kommt schon wieder eine Kundin. Bin mit dem Nähen beschäftigt. Tut mir leid. Bin sofort für sie da. Moment. Eins nach dem anderen. So. Wir sind ja hier schließlich nicht bei den Hottentotten. Oh, jetzt brauche ich aber bald neue Kunden. Oh, bitteschön. Kommen Sie mit, ich nehme sofort Maß. So. Guten Tag, bitteschön, da oben und vielleicht unten noch. Nein, auch nochmal oben, okay. Sehr schön. Da bin ich am Überlegen, ob ich wirklich vielleicht doch vorher die Stink upgrade, ne? Diese Kleidungsgeschichte, damit wir immer genug Stoff haben. So. Da können wir noch einen durchwolfen. So. Opa, der ist ein bisschen dicker wie die anderen, hä? So. Oh, da können wir doch... Du willst Kleidung kaufen, oder? Ja. Pass auf, da nehmen wir schnell Neues durch. Da kommt nämlich schon der nächste Kunde. So, komm, du nimmst das. Vielleicht mal direkt dahin. Warte, ich bin sofort für Sie da, junger Mann. Das Schöne ist, die Nähmaschine funktioniert vollautomatisch. So. Oh Mensch, das tut mir leid. Ich habe sie ganz schön getroffen jetzt, ne? Zack. Ja, wir brauchen immer genug Stoff für die Auslagen.
So, du brauchst Mehl, ne? Genau. Rein damit. As fast as I can. Oh, da kam schon wieder einer runtergefallen. Mensch, du. So, schnell putzen hier. Oh, die Kundin haut gleich ab. Mensch, beeil dich. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. So. Hm. Das ist ja schon fertig. Das ist gut. Hm. Zack. So, dann machen wir gleich das nächste Stück. Heute waren nicht so viele Kunden im Laden, hm? So. Das ist ja blöd. Wo sind wir denn da? Jetzt kommen doch noch ein paar. So schnell machen. 58 Pfunde haben wir. Nein, hier, das brauche ich. So. Ich brauche ein Tablett für die Zutaten. Du bist doch... Dann nimm es doch. Es steht doch genau vor deiner Nase. So. Oh, schön, junge Frau. Schön, dass Sie da sind. Dass Sie uns beehren. Schön. Ich nehme mal kurz Maß. Moment. Oh. Upsi. Und der Tag vorbei. Ach, ist das schön. Oh. Hallöchen. Na, wer sind Sie denn? Guten Morgen, Mr. Percival. Bin ich zu früh? Der Laden scheint noch geschlossen zu sein. Nein. Guten Morgen, Lady Alicewin. Nicht wirklich. Treten Sie ein. Brauchen Sie ein neues Kleid vielleicht? Ja, ich habe einen Anlass. Das ist gut. Seien Sie mein Gast. Gehen Sie zum Spiegel. Ich werde sofort bei Ihnen sein. Mhm. Das ist ja toll. Ein Edelkundin, oder? Dies muss der Ort sein. Die Falltür. Oh, die kennt uns. Oh, oh. Das ist nicht gut. Diese Anziehsachen. Mein Gott, alles, was Jack mir gesagt hat, ist wahr. Soll ich ihm etwas sagen? Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Ich bin nun hier. Ich bin hier. Was? Ich bin hier. Nun für einen Grund. Achso, die haben ein bisschen Übersetzungsschwierigkeiten. Deswegen stottere ich manchmal ein bisschen beim Vorlesen. Mein Kopf kommt damit nicht klar. Also sie hat, das ist halt der Grund, warum sie hier ist. Und den werde ich nicht vermasseln. Okay. Hier bin ich. Ab an die Arbeit. Ich dachte an etwas Aufreizendes. Vielleicht in hellblau? Ist dieses Kleid für einen besonderen Anlass, junge Dame? Wenn ich mir die Frage gestatte. Eine Beerdigung. Oh mein Gott. Okay, wenn ich meine Meinung abgeben darf. Ich bin mir nicht sicher, ob hellblau die richtige Farbwahl für eine Beerdigung ist. Das ist unwichtig. Tatsächlich bin ich der Meinung, niemand wird es etwas zu mir sagen. Ich werde die Person im Sarg sein. Oh, du weißt es also schon? Wie meinen Sie? Ich sterbe und nicht... Und nichts kann dagegen unternommen werden. Die Übersetzung. Ich fühle mich bereits wie ein Geist in dieser Welt. Ich würde mich auch selbst umbringen, bin jedoch nicht mutig genug. Wenn mich doch jemand von dieser Bürde befreien könnte. Ach, die will sterben. Ah. Ist es zu viel verlangt, zu sterben ohne großes Leiden? Aber vielleicht. Oh. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, Percival. Aber ich muss dir etwas unten zeigen. Ich arbeite, Hilgrid. Hm. Bitte, Percival. Du musst mit mir kommen. Ich bin sicher, die Dame kann für einen anderen Termin wiederkommen. Oh, oh. Aber die wollte doch sterben. Du hast ja gerade auch erst angefangen. Vielleicht war es mein Fehler, hierher zu kommen. Es tut mir leid. Ich denke, ich gehe nun. Oh, oh. Warum macht die das? War alles gut mit ihr? Hast du irgendwas Komisches mit ihr angestellt? Ich habe sie nicht einmal angefasst. Sie erzählte mir, dass sie an einer Krankheit sterben werde. Die Arme. Was war denn nun so wichtig? Na los, ich zeig's dir. Was ist denn jetzt hier so wichtig? Mensch, 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 was ist denn hier los? Und, magst du es? Was? Fällt dir nichts Neues auf? Mir auch nicht. Hm. Nein? Schau da oben. Ach, Blümchen, oder was? Ich habe ein paar Blumen aufgestellt. Ah, jetzt sehe ich sie.
Ganz toll. Ich dachte, ein bisschen Deko kann nicht schaden. Damit die Kunden etwas zu schauen haben, während sie warten. Gefällt es dir? Es ist ein Anfang. Aber du kannst mit Sicherheit noch mehr machen. Hm? Hast du mich ernsthaft hierfür unterbrochen? Ja, das ist wirklich wichtig. Wir machen unsere Kunden zufriedener. Nein. Dann geh wieder hoch und bring Leute um. Das scheint die einzige Aktivität zu sein, die dir gefällt. Nicht die einzige. Schmuschmu. Sehr gut. Dann gehen wir wieder hoch in die Schneiderei, ne? Jeder hat hier sein Fuddelchen. Mensch, 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 da unten stapeln sich auch schon wieder die Leute. Das ist ja Wahnsinn. Ach, Leute. Ach so, der Laden ist sowieso geschlossen. Da können wir noch ein bisschen hacken. Ach hier, das müssen wir auch noch holen. So, und du kannst hier bitte die eine Puppe wieder anziehen. So. Dankeschön. Und hoch damit. So. Ach so. Nähen bitte. So, und hier ist noch ein bisschen Platz. Da können wir doch noch ein bisschen was machen hier. Wunderbar. So. Und dahin. Tja, was graden wir ab, Leute? Was wird abgegradet? Moving there. Bitteschön. Und ich habe zu wenig Stoff. Also ich glaube tatsächlich, wir sollten die Sache mit dem Klamotten machen. Wo haben wir das denn? Gestohlene Kleidung. Das hier. Das kostet nur 20. Ich glaube, das ist in Ordnung. Jetzt haben wir noch 41 Tische. Das 35. Schaltet einen zusätzlichen Tisch frei. In der Auslage. Noch eine Auslage könnten wir machen. Siehst du mal. Dekoration. Dekoriere den Pub, um die Geduld der Kunden zu erhöhen. Ach, schau einer an. Gewächshaus kann ich noch gar nichts machen. Da glaube ich, dazu brauche ich erstmal Tomaten, müsste ich freischalten. Ne? Was kosten die denn? 60. Würstchen, 35. Wollen wir Würstchen machen? Cool. Haben wir einen neuen Brief? Nö. Okay, Freunde. So viel dazu. Da freue ich mich auf den nächsten geschäftigen Tag, denn wir machen gute Punkte. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Liken, fürs Abonnieren und fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.